Damn drummer is the bass to me. Damn drummer is the bass to me. Damn drummer is the bass to me. So, nicht wundern, Krillin hat nur Level 5, weil mit dem habe ich gar nicht mehr gespielt. Eigentlich, ich bin so stark, ich muss eigentlich meine Kampfkraft gar nicht erhöhen. Ich mache mir hier Siegerfahrung rein. Dann können wir Krillin noch ein bisschen hochleveln. Dafür gibt es ein Bienchen. Ein Bienchen oder ein Bierchen? Du meinst bestimmt ein Bierchen. So, hier seht ihr, jetzt müssen wir wieder einen retten und, nee, zwei sogar retten und den Bosskampf machen. Gehen wir über Sonntage. Weiß auch, ist egal. Ein Bierchen. Kommst du gerade vom Feiern? Alex, oder wie sieht das aus? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwas hat vielleicht beim Starten nicht geklappt. Ich weiß es nicht. Oh, Nadi schreibt mir. Eine Sprachnachricht. Nadi, wenn du mir zuschaust, schreib mir jetzt bitte keine Sprachnachricht mit dem Livestream. Ja, so easy ist das. Jetzt pass mal auf, ich zeige euch mein Lieblingskombo. Und den anderen reinholen. Zack. Nee, ich meine schon das Tier. Hä? Verstehe ich nicht. Schade, dass die Eve sich gerade verdrückt hat. Wer es gesehen hat bei Instagram, die wurde gestern kastriert. Die hat jetzt so einen Trichter um den Hals. Muss die 10 Tage lang haben, die Arme. Aber die hat sich so gequält, die ist dreimal rollig geworden. So, wen retten wir da? Yanchu, wow. Wow, Yanchu. Super. Wow, wir haben Yanchu gefunden. Natürlich liegt er wieder tot am Boden. Doch nicht tot. Du wurdest nicht mal ohnmächtig. でも、こうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってたのに。そうなのか。やけに体が重い。一体何が。それがですね。 Die Klone reden gar nicht. Das sind richtige Clones. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da schreibst, Alex. Also das Retten der Person gehört auch zur Story dazu, deswegen mache ich das natürlich auch. Bam. Yeah, wir können mit Yanchu spielen. Tut, tut. Oh. なんとかまともに動けるようになったな。話は大体わかった。俺が突然体が動かせなくなったのは、その波動のせいなんだな。
気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン、なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくれよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだな。ああ、せっかく道着も着てんだ。戦んねえと持ってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと戦えてんだ。Sogar Krillin wird kämpfen. Schon allein diese Aussage, da würde ich ja Krillin stellen, eben Son Goku mal so richtig eine reinpfeffern, oder? Ja, selbst Krillin, ja. Das hast du aber schön gesagt, Son Goku. Ja. Die Reaktion musste ja kommen. So, dann packen wir den auch in unser Team. Der ist sogar nur Level 2. Weil ich mit dem auch gar nicht gespielt habe. Ich mag Jan Schuh nicht, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kriegen wir den nächsten Vollpfosten. Ah, der hat ja wenigstens eine gute Attacke. Klone sind immer sprachlos, ne? Die sind immer so. Unsere Feinde. Ich bin Sonntag in deiner Nähe. Wo bist du denn da, Alex? Ich habe Sonntag Nachtschicht. Muss jetzt erstmal gucken, ob ich Tag überhaupt habe. Zack. Ja, Köln ist auch noch eine Dreiviertelstunde weg. Und was war gerade nicht da. Wir haben Jan Schuh gerettet. Und jetzt haben wir Tenshin Han gerettet. Die beiden tollsten Kämpfer. Keine Ahnung, ich musste meinen Streaming-PC einfach neu starten und plötzlich geht das Mikro wieder. Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall näher. Ja,
Fuß. Okay, merken wir uns. An heißt, ich verspreche es in Japanisch. Alles klar. Stell dich mal vor beim Essen so. Und die hat euch gerade gefragt, ob ihr sie heiraten wollt. Unwahrscheinlich. Aber kann ja sein. Ist echt eine komische Sprache.俺だって家族のために引退してますよ。ま、クリリンは家庭を守るために言って言ってんだから仕方ねえよな。でもよ、ヤムチャは結婚もしてねえし、引退したって守るもんねえじゃねえか。そ、それはだな。俺にだってその色々と事情があるんだ。事情とかよくわかんねえけんどよ。 Alles Faltlinge. Ich würde sofort mit Son Goku trainieren. Sofort. Aber noch lieber mit Vegeta. Da lernst du wirklich was. Weil der dir in den Arsch tritt. Das Blöde ist, dass dieser Erfahrungsbonus immer auf alle drei aufgeteilt wird. Und dann kriegt natürlich Son Goku den Megabatzen von ab. So, Bosskampf. Ja, das weiß ich. Son Goku ist so geil, wie unbedarft er einfach labert. Das ist, ich bin ganz genauso. Das ist, ich finde das super sympathisch, sowas. Na, Krillin. Dokka de monno sugei ki o kanji ne ka? Ah, honto da. Ima made tatakatta klon to akiraka ni ki no shitsu ga jigau. Moshikashite kono ki tte seru janai ka? Tashika ni. Mei no seru ni krabetto. Hi, Atinator.
Ja, mir geht's super. Sieht man das nicht? Freudestrahlend. Wie könnte es mir auch anders gehen, wenn ich Dragon Ball spiele? Und ich denke mal, so ab 11 Uhr ungefähr wird dann Monster Hunter World angefangen. Das habe ich mir nämlich gestern gekauft, aber noch nicht gespielt. やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。C18、wo kommt die denn jetzt her? お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ？どういうこと？やろう。よくも俺の嫁さん。Oh, Krillin wird sauer. Ja, Dragon Ball. Dragon Ball Super im Moment richtig super. Das hat echt seinen Namen verdient, ne? Aber leider nur noch bis 25. März, dann pausiert Dragon Ball Super. Nasenloser Begleiter. おめえたはもう一度戦いてえと思ってたんだ貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ Chemnitz gegen Jena? Okay. Aber auf jeden Fall schön, dass du reinschaust, Erik. そんな相手はオラがしっからおめえは18号のとこへ行ってやれ Ah, ich bin gespannt, wie das jetzt zu Ende geht, das Turnier der Kraft, ne? Gegen Jiren, ach, wie auch immer, ne? Ich bin gespannt, wie sie den besiegen. Ja, ich weiß es nicht, wie er es macht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich gewinnt er gar nicht gegen den, damit eine weitere Herausforderung bleibt. Sondern die gewinnen einfach nur, weil die zahlenmäßig im Ring bleiben. Ich vermute, dass es so kommt. Jiren, der ist ja im Moment noch unbesiegbar. Oder, das Geilste wäre, Son Goku und Vegeta entwickeln beide Instinkt, Ultra Instinkt und dann noch eine Fusion. Das wäre der Knaller. Ich verstehe sowieso nicht, warum die noch nicht als Saiyan Blue sich fusioniert haben. Warum die das nicht gemacht haben. Also ich wette mit dir, dass Jiren dadurch sofort platt ist. Ja, aber dann, wenn er, der muss den Ultra-Instinkt verbessern. Aber beide Saiyan Blue und dann fusionieren, die würden den platt machen. Ja, ich weiß, die haben... Nee, es haben sich doch nur die beiden weiblichen Saiyajins fusioniert, oder? Ach, gegen Goku Black. Ich dachte jetzt im Turnier selbst. Ja, aber dann müssten sie das gegen Jiren auch noch machen. Ja, die müssen sich ja nicht mit Potaras fusionieren. Die können sich ja auch so fusionieren. Nee. Die normale Fusion gibt's auch in Dragon Ball Z. Die können normal fusionieren mit diesem komischen Move. Bei Dragon Ball Z fusionieren doch die ganze Zeit Gotenks und, Quatsch. Gotenks entsteht ja aus Trunks und Son Goten. Diese Fusion, die haben ja auch schon Vegeta und Son Goku gemacht. Da wurden sie jetzt so Vegetto. Oder, oder Gogeta. Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen Potara war, welcher die normale Fusion. Aber die können das ja.
Ich merke, Dragon Ball ist nicht meine Welt. Glaub mir, Chris. Guck dir ab Dragon Ball Z alles an. Die normalen Dragon Ball Sachen kannst du weglassen, Dragon Ball Z angucken und dann Dragon Ball Super. Du wirst es niemals bereuen. Das ist so geil. Die haben ja gegen Buu haben die sich fusioniert. Vegeta und Son Goku. Gegen Buu in der Dragon Ball Z-Serie. Nicht nur im Film. Nee. Die haben sich auch normal fusioniert. Es gab dann nämlich einmal Gogeta und einmal Vegetto. Vegetto ist durch die Ohrringe und Gogeta durch den Tanz. Ja, okay. Dankeschön, POC-Player. Das habe ich mir nie gemerkt. Ich weiß nur, das eine ist Gogeta, das andere Vegetto. Danke fürs Folgen, Melanie. Guten Morgen. Aber sie haben sich definitiv auch in der Serie fusioniert. Durch den Tanz. Boah, ohne einen Special Move, nur durch Partnerwechsel. Gegen Buu haben sie Ohrringe benutzt, aber haben die sich nicht auch normal fusioniert? Also ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich meine, die haben sich auch mindestens einmal in der Serie durch den Tanz fusioniert. Aber gut, ich kann mich wirklich täuschen. Aber der Tanz existiert ja in der Serie. Trunks und Goten verschmelzen ja dadurch. Deswegen spricht ja nichts dagegen, dass die in dem Ringkampf sich auch durch den Fusionstanz fusionieren. Weil, wie gesagt, in der Serie selbst existiert er ja auch. Es spricht nichts dagegen, den zu benutzen in Dragon Ball Super. Ja, POC-Player, wir müssen aber GT müssen wir außen vor lassen, weil Dragon Ball Super ja nach der Geschichte von Dragon Ball Z spielt. Und Dragon Ball GT spielt ja noch viel, viel später und ist ja eigentlich nur ein Spin-off und gehört nicht zur eigentlichen Dragon Ball-Serie. Jo, ciao, Erik Seidel. Ja, siehst du, Atinator, und da sie den in der Serie nie dann zusammen gemacht haben, wie du sagst, dann wär's doch jetzt an der Zeit, das in dem Turnier der Kraft zu machen. Siehst du, POC-Player, ich meine nämlich auch, die haben auch in der Serie durch den Tanz sich fusioniert. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ist schon wieder zu lange her, da ich Dragon Ball Z geguckt habe, wenn ich ehrlich bin. Wie der einfach immer die Techniken klaut. Ja, Erik, wieso gehst du wieder, Melanie? War das jetzt zu viel Fachgesimpel hier? Aber danke für dein Follow, Melanie. Dass du reingeschaut hast. Naja, es ist ja egal, ob sie jetzt in der Serie und im Film oder nur im Film sich fusioniert haben. Wichtig ist, dass das im ganzen Dragon Ball Universum existiert, in der Serie sowie im Film, was die Möglichkeit natürlich dann gibt, das auch in Dragon Ball Super in der Serie einzusetzen. Ich finde, das ist das Wichtigste. Na, man muss sich jetzt nicht drum streiten, ob sie es in der Serie gemacht haben oder im Film, weil ist ja wurscht. Wichtig ist, dass es existiert und möglich ist. Und ich glaube, das wird kommen gegen Jiren. Oder wie gesagt, dass sie zahlenmäßig einfach am Ende gewinnen. Dass sie einfach nur mehr im Ring sind. Werden sowieso wieder alle Universen hergestellt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn es möglich ist, 18-Go-san, was passiert ist, erzählen Sie mir.
絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまではわかりませんが、もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。 Die Fusion muss ja nicht lange anhalten, Atinator. Es reicht doch, wenn die sich fusionieren und einen harten Schlag gegen Jiren machen, der Jiren aus dem Ring wirft. Dann ist vorbei. Ja, die müssen doch nur einen starken Schlag machen. Als Super Saiyan Blue sind die doch schon mega stark. これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが、Außerdem haben wir jetzt noch ein anderes Problem, ne, mit, wie heißt der, Popo? Popo, nee, Popo heißt der nicht, wie heißt der jetzt nochmal hier? Der Dicke, der ist ja jetzt auch noch zum Gott der Zerstörung geworden. Ne, der muss auch jetzt erstmal besiegt werden. Ist auch eine Schwierigkeit. 18号さんが犠牲に... Obwohl das eigentlich nicht regelkonform ist, ne? Weil ein Gott der Zerstörung die Götter der Zerstörung durften ja beim Turnier nicht selber teilnehmen. Nicht, dass der noch deswegen qualifiziert wird. Könnte ich mir als lustige Einlage vorstellen. Ja, richtig. Potara sind die Ohrringe und die Form ist Vegetto. ちなみに、レッドリボン軍の基地がどこにあるかは分かります。できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません。基地の正確な場所は分からないんです。何せ、逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ。ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことで心配なのでうちに帰ろうと思います。トポ heißt er。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。Topo heißt der, genau. Ja, und da der jetzt noch ein Gott der Zerstörung ist, ist das Ganze natürlich nochmal eine ganze Ecke härter geworden, sag ich mal. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.